So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir befinden uns in Meiningen. Das Muttertier ist da. Wir haben die WWE-Großveranstaltung Backlash geguckt am Wochenende. Müssen sie heute wieder heimfahren, aber haben gedacht, wir gehen noch mal fix essen in der Stadt. Befinden uns jetzt beim 4-7. Kennt ihr das? Ich glaube, wir haben irgendwann hier schon mal Burger getestet beim 4-7. Vielleicht kommt euch dieses Schild noch bekannt vor. So sah das aus, auf jeden Fall sehr bunt, sehr einladend, sieht richtig genial aus. Als Thomas da war, haben wir da drin auch mal gegessen mit ihm, er fand es auch richtig toll. Jetzt möchte ich heute aber mal, weil ich gesehen habe, hier gibt es Hotdogs, den großen Hotdog-Test machen und alle Hotdog-Sorten bestellen und probieren. Eigentlich wollten wir uns erst hier setzen, das sah nämlich so gemütlich aus mit Polstern, dem Tisch, allen hin und her, aber wenn du filmst, geht es nicht, weil das ist zu niedrig. Du brauchst einen großen, fetten Tisch. Deswegen haben wir uns jetzt hier in die Ecke geknallt. Und da hängt auch noch mal eine große Karte, wo ihr seht, was es alles gibt. Da ist das Muttertier. Hallo. Warum lachst du jetzt? Weil. Da ist der Rest. Warum? Was? Weil wir gerade eine Diskussion hatten wegen Muttertier hier. Die hatten Diskussion wegen dem Wort Muttertier. So. Hier ist jetzt noch mal eine große Karte. Da gibt es nämlich hier Hotdogs, Burger, Köfte, Buckets, also Eimer voll mit allen möglichen Sachen. Es gibt eine Salatbar, es gibt Sandwiches, es gibt Toast, es gibt Wraps, es gibt Schnitzel, es gibt Nudeln, es gibt Döner, es gibt Pizzabrötchen, es gibt Pizza an sich, es gibt Nudeln, es gibt eigentlich alles, aber wir wollen jetzt die Hotdogs probieren. Und welche das genau sind und wie die aussehen und wie die schmecken, zeigen wir euch gleich. So sieht sie zum Beispiel im Laden aus. Das sieht eigentlich trotzdem auch recht einladend aus, finde ich. Hier haben wir letztens gesessen mit Thomas. Wir sind eigentlich nur kurz da, weil wir jetzt noch Getränke holen wollen. Guckt euch mal die Deko an. Ist das nicht nice? Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Du wirst es gleich rausfinden. Ich gucke jetzt mal hier rein ins Getränkefach, was es da gibt. Ich sehe Bier, ich sehe Schwarzbach, ich sehe Veltins, ich sehe Efes. Ich glaube, ich werde mir wieder... Ich glaube, Marlon Brando ist das. Das kann sein. Schwarzbacher Limonaden. Und Fanta und Sekt und Bier und ich werde mir jetzt einfach ein Effes rausholen. Du wolltest dann draußen mitbezahlen? Ja. Ja. So, ein Effes, bitteschön. Such dir mal was aus. Wir gehen raus. Kommt doch nicht so. Mann. So, die Mama hat sich jetzt irgendwie noch einen Jägerschnitzel oder so bestellt. Hat uns die nette Dame auch gefragt, ob wir hier jetzt ein Video drehen oder was. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Aber nette Worte sagen. Habe ich gesagt, mache ich gerne. Na, ich finde es ja auch cool. Die sind auch nett, die sind freundlich und hat uns jetzt auch nochmal angeboten. Hier, nehmt halt noch ein Gläschen mit oder hier, nehmt noch ein Trinkröhrchen mit. Ne? Das ist wunderbar. Und jetzt sitzen wir hier nämlich draußen an unserem Platz und das passt perfekt mit der Belichtung, damit die Hotdogs noch saftiger aussehen. So, die Hotdogs sind da und eigentlich wollte ich das mit der Mama mir teilen, mit dem Muttertier, sorry, aber jetzt schon gesagt, ach, das schafft er doch alleine. Und jetzt gucke ich und denke, ja, das schaffe ich bestimmt alleine und es sieht mega lecker aus und voll interessant. Es sieht aber auf den ersten Blick erstmal alles gleich aus, deswegen müssen wir jetzt mal in die Karte gucken und vergleichen. Wir haben nämlich einen Classic Hotdog mit Röstzwiebeln, Gurke, verschiedene Soßen. Den habe ich jetzt extra Big genommen, um den Unterschied von Big zu den Small-Varianten zu sehen. Und ich sehe schon, das ist der einzige, wo zwei Würstchen drin sind. Alle anderen haben ein Würstchen. Der hat zwei Würstchen, deswegen ist das der Classic mit Röstzwiebeln, Gurke und verschiedenen Soßen. Als nächstes steht auf der Karte Barbecue. Käse, Barbecue-Soße, Remoulade, rote Zwiebeln, Röstzwiebeln, Gurke. Hier ist einer, da ist nochmal weiße Soße mit drin. Ich würde also sagen, das ist Barbecue, eben auch mit Remoulade und Barbecue-Soße. Dann haben wir Mexican, speziell eben mit Salsa-Soße. Das müsste der hier sein, Mexican mit Salsa-Soße. Und dann bleibt noch Athen übrig mit Peperoni, mit Feta-Käse, Weißkraut, Ketchup, rote Zwiebeln, Tomate. Und das ist der hier am Rand. Hier sieht man nämlich eine Peperoni drin. Hier sieht man auch den Feta-Käse. Die wollen wir jetzt alle mal probieren. Und das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das Wichtigste von einem Hotdog-Test ist natürlich erstmal ein Schluck Bier, damit man hier auch Platz hat für die Wurst. So, ach so, ich habe ja noch gar nicht fürs Thumbnail gezeigt. Fürs Thumbnail müsste ich eigentlich hier die Hotdogs reinhalten und das so zeigen. Der große Hotdog-Test, genau. Das passt einfach gar nicht aufs Bild drauf. Fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Classic. Classic hatte, wie gesagt, Röstzwiebeln, Gurke und verschiedene Soßen. Also ganz normal, Röstzwiebeln, Gurke,
verschiedene Soßen. Ich sehe da rote Soße, also wie Ketchup. Ich sehe gelbe Soße, vielleicht Senf. Ich sehe weiße Soße, also ein fadenweißer Soße drauf. Und ansonsten zwei Würstchen drin, weil das ist die Jumbo-Variante, also die Big-Variante. Holen wir mal raus, beißen wir mal rein. Hier steht sogar auch ganz groß Hotdog noch auf dem Papier drauf. Zwei Würstchen, zwei Wiener, so wie es sein muss. Die Röstzwiebeln für einen kräftigen Geschmack dazu. Für was Lappriges hast du die Gurke da. Und ja, du merkst leicht die Senfnote raus. Du merkst leicht die Ketchupnote raus. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. Jetzt nichts Außergewöhnliches, aber für einen Hotdog auf jeden Fall brauchbar. Würde ich auch nochmal essen. So, als zweites haben wir natürlich den Barbecue mit Käse. Beim anderen war gar kein Käse drauf. Barbecue-Soße, die irgendwo hier drin ist. Remoulade, die man oben drauf ein bisschen sieht. Vielleicht ist es aber auch der Käse, der zerschmolzen ist. Rote Zwiebeln, Röstzwiebeln, Gurke. Diesmal den kleinen, 3 Euro. Groß hätte der 4 Euro gekostet. Jetzt sehe ich, ja, das ist noch die alte Karte, genau. Drin steht nämlich 4,50 und 3,50. Wir beißen aber einfach mal rein in die Barbecue-Variante, die jetzt hoffentlich mit einer Barbecue-Soße eine Barbecue-Richtung aufzeigt. Also eine ganz leicht rauchige Note ist da. Wenn ich mir das hier angucke, denke ich aber zuerst an Sauce Hollandaise. Und irgendwie hat es auch eine cremige Note. Ich weiß nicht, was das für eine Remoulade ist. Hat aber eine gefühlte Sauce Hollandaise Note. Cremig. Trotzdem passt. Mir fehlt halt das Senfige, was bei dem anderen drauf war, was noch ein bisschen Würze mitgegeben hat. Jetzt haben wir den dritten, das ist der Mexico. Also der Mexican. Mexican Hotdog. Mit auch wieder Käse, Röstzwiebeln. Diesmal Salsa-Soße. Vielleicht ist die besonders scharf. Rote Zwiebeln, Gurke. Beiß mal hier mal rein. Auch wieder ein Würstchen. Salsa-Soße passt, wie wenn du Tortillas isst und da immer so Salsa-Dip dazu hast, hat genau den gleichen Geschmack. Ist ein wenig pikant, bitzelt ein bisschen. Wer es also scharf mag, nimmt sich den Mexican, wird seinem Namen auch gerecht. Aber einer ist ja noch übrig. Jetzt haben wir hier noch den Athen und der sieht in dem Moment einfach am fettesten aus, mit am meisten drauf. Ein richtiger Haufen. Hier noch der Feta-Käse, hier diese Peperoni, die da reingearbeitet ist. Mit Stiel, ganz wichtig. So haben sie es in Hibu bei uns auch immer gemacht. Athen mit Käse, Peperoni, Tomate, rote Zwiebeln, Röstzwiebeln, Feta, Ketchup, Weißkraut. Da stehen auch die meisten Zutaten dabei. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil hier hinten ist der Käse. Ich beiße aber jetzt mal hier vorne rein, wo der Stiel von der Peperoni ist. So, hier auch wieder deutlich zu sehen, was Weißes, Schmieriges, sieht wieder aus wie Sauce Hollandaise, muss aber wirklich der Käse sein. Ich möchte jetzt auch in den Feta-Käse, hier hinten sieht man nämlich das weiße Stück von dem Feta-Käse, da beiße ich jetzt auch noch mal rein. Der Feta-Käse ist natürlich jetzt sehr präsent, weil du direkt in den Würfel reingebissen hast. Dadurch hat sich hier die Tomate hochgeschoben, du siehst hier ein riesengroßes Tomatenstück. Schmeckt aber trotzdem, ist auch wieder eine ganz andere Richtung. Also schön vier verschiedene Varianten, die du so essen kannst. Mein Favorit wäre in dem Moment gerade der Mexican oder der Classic. Das ist halt ein bisschen außergewöhnlich. Classic geht immer, Mexican eben ein bisschen pikant, aber du könntest auch einen Classic nehmen und dir vielleicht noch ein bisschen Tabasco-Soße drauf. Ich denke mal, die haben ja auch noch was zu würzen. Oder nimmst den halt einfach, weil das ist ja extra mit der Soße so gemacht. Was? Ja, das ist eine Tabasco-Soße. Das ist wichtig, wenn ich jedes Mal abwische, dann habe ich ja bald gar keine Servietten mehr. Denkt an den Regenwald. Die anderen sind fleißig am Essen, wie ich sehe. Mal gucken, ob ich noch was filme. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, das war der große Hotdog-Test bei 4-7 Burgers in Meiningen. Mmh.